Unser letzter Tag im Aureum Resort. Wir holen noch die Holzeule ab, die Miyaga Bar extra für uns angefertigt hat und die ein kleines Souvenir für meine Schwester ist. Dann genießen wir den Rest des Tages. Cut Nummer 3. Die anderen zwei sind schon verheilt. Am Abend geht es nach Sonnenuntergang ab zu Lee und Marsh Vesin, die uns zu einem 1287-Gänge-Menü eingeladen haben. Mädels sind immer süß. Ich wäre nicht gekommen, dass man das essen kann. Nächster Gang, Coconut Noodle. Soup. 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 Mixed Seafood. Gemischte Meeresfrüchteplatte, oder? Mhm. Gemästet und um 3 Kilogramm schwerer folgt eine herzliche Verabschiedung mit gegenseitigen Knuddeln zwischen Doris und Marsh Vesin und dann geht es zum Kofferpacken in die Villa. Ein letztes Glas Rotwein auf der Terrasse und dann geht es zu Bett, bevor es morgen abgeht nach Yangon.